So, das ging schnell. Miss Meredith, I am so, so sorry I haven't been able to see you. It's just that I've been swamped organizing my not-so-timely exit from Providence Oaks. I'm sure you understand. You've probably seen the foreclosure notice. That certainly helped expedite my decision to leave. Anyway, I'll be honest. I'm still thinking about that kiss we shared in the car. And I don't usually dwell on these kind of things. So, feel special, Meredith. Ach, wie süß. Here, you're going to the open mic night on Sunday. I wasn't planning on going, but I want to see you before I leave. I'm really anxious to find out what you've decided to do. Whether you're going to stay in this town or go back to the city or do something else entirely. And I'm going to be forward, as you know I always am. I'd like to know if little old me figures into those plans somehow. So, anyway, I'll see you there, yeah? Love, Angie. Oh mein Gott. Nimm ich heute noch Robert. Alter, was ist denn hier los? Alter, könnt ihr mal aufhören, so viel zu bestellen, Leute. Oh, jetzt müssen wir wieder bis... Also müssen wir wieder bis dahin fahren. Wir haben heute aber echt... Okay. Scheiße, haben wir Samstag? Okay, wir haben heute noch das Dinner mit Robert. Mit Robert. Happy Saturday, everyone. It's time once again for a... Theo, positive or ja, ist okay. Today's verdict is from Cheryl. Boah, was machen wir nur? Oh ja, ja, es ist, wir müssen langsam eine Entscheidung treffen. Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. That's later than I thought. Ich würde ja gerne, Angie finde ich irgendwie toll, aber Robert ist auch nett. Angie ist halt irgendwo anders jetzt. Boah. Voll stressig. Ah, you're still here, huh? That makes two of us. When are your parents coming back? Actually, they might just stay in Florida. Florida? Your parents? Yeah, isn't it weird? They'll be back soon. Florida is expensive and honestly isn't all it's cracked up to be. They found a lovely, affordable place next to the beach. Sunshine and the beach get boring real fast. Well, I better be on my way. Naja, der sehe ja auch dann, wenn man so sieht, ne? So long, Miss Sunshine. Ja, weiß ich nicht. Die mag ich nicht so. Ist für mich jetzt eher so Dorn im Auge. Ja, was machen wir, Leute? Ich weiß es immer noch nicht. Ich weiß es nicht. Ist falsch gefahren. Bin komplett falsch gefahren. Angie ist immer noch in uns verliebt. Ey, die war schon süß, ne? Eieiei. Mal sehen, wie das Date mit Robert verläuft. Eieiei, Leute, ich hasse so Entscheidungen, also. Was ich so ein bisschen doof fand, ist, dass, also Robert hat uns überall mit einbezogen, ne? Also, das ist so ein bisschen, die Angie war aufregender, ja? Aber sie hat uns zum Beispiel nicht gesagt, warum sie scheiße drauf war. Sie hat sich zwar entschuldigt, aber sie hat nicht gesagt, hör mal, das und das war, sondern es ging uns nichts an. Dann war sie flirty, ist ja sehr ambivalent gewesen. Robert hingegen ist so ein bisschen der ruhige, ist so der harte Kerl, den man knacken muss, der... Hallo? Er hat ganz lange alleine lebte und wo ganz viel ja, Vertrauen, glaube ich, fehlte. Also ein bisschen, hatte ich so den Eindruck, dass es so ein Einsiedler, der aber so einen total weichen Kern hat und er hat uns ja in alles eingeweiht. Das finde ich total toll. Also er hat uns überall dran teilhaben lassen. Die haben so viel dann auch zusammen, wir haben das ja zusammen geschafft. Das war halt, es war nicht so datehaft, nicht so dieses, da war nicht so viel Leichtigkeit vielleicht drin, aber sie haben gezeigt, dass sie ein gutes Team sind. Angie ist halt eher das Abenteuer gewesen. Ne?
Robert heißt auch hier zu sein und Angie heißt irgendwo in der Walachei irgendwo anders einen Laden aufzumachen, wo man nicht weiß, wie der läuft, ne? Also. Ich warte mal das Date heute ab, wobei ich gerade eine Vermutung habe, was ich lieber machen würde. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was denkt ihr, für wen entscheide ich mich? Für Angie oder für Robert? Ihr könnt natürlich auch erst, ne? Wir können auch das Date abwarten. Jetzt müssen wir sofort in die Tasten hauen, aber. Ja. Ich glaube, ich habe eine Idee, was mehr passen würde zu mir. Oder. Das heißt zu mir, aber an der. Wenn ich an der Stelle von ihr wäre, was ich dann machen würde. Wobei, ne? Ich meine, sie war nur 2 Wochen da, also. Ich bin es auch nicht gewohnt, in 2 Wochen 2 Leute erstmal zu daten. Ne? Das ist auch sehr ungewohnt. Anderen Brief können wir später machen. So. Okay. Und dann fahren wir einmal in die Runde. Ich hätte lieber ein bisschen mehr Sonnenschein. Erster Halt ist, glaube ich, das Motel jetzt. Am Sonntag müssen wir gar nicht mehr arbeiten. Das heißt, dann können. Oh, ich bin echt gespannt. Es geht langsam Richtung Ende zu. Ich bin gerade mega entspannt, weil ich selber überlege, was für eine Entscheidung treffe. Ist das. Ich finde so eine Entscheidung echt stressig. Ein bisschen stressig. Doch, schon relativ stressig. Einmal zur Farm. Wir kommen durch. So. Brief ausliefern. Wir haben jetzt übrigens, Okay, fellow Providence Oakians, it's time once again for the sent in letters and announcements. This one's from our very own Maureen, or Mo, as we all know. Hey, folks. Just wanted to grab your ears for a second to let you know all about the upcoming open mic night over at Mo's Diner this Sunday. That's right. Claim your 15 minutes of fame, enjoy some swell performances, and the usual good food and drinks for everyone. I expect to see all of y'all for a great evening, and maybe even some dancing. You know who you are. Come join the show at Moe's at 8 p.m. this Sunday. I'll come get you if you don't. Well, you heard her, folks, and I'll be there too, so you better not miss it. Back to the music and to one of my favorite songs. Mail Carrier Meredith. Farmer DJ Jack. Farmer DJ Jack. Seen any ghost drivers on the way here? Ghost drivers? Yeah, you know, people driving on the wrong side of the road. Nope, haven't seen them. Okay, I was just wondering. Don't bother. I need to get back to the live show. See you tomorrow, I reckon. Bye now. Ja, nehme ich auch an. I reckon. Oh, and please close the door. Don't want to broadcast any mail truck noise. Thank you much. Ja. Okay. Ja, wir fahren weiter rum von DJ Jack weg und jetzt sehen wir unseren Computer-Nerd. Da sollten wir das Paket einfach irgendwo hinstellen, aber nicht auf dem Tresen, sondern sonst irgendwo, ne? Außer er bekommt die neue PS5, dann wahrscheinlich. Dann ist ihm das alles egal. So, einmal rumfahren.
Mal gucken. So, da ist das Motel schon bald. Da ist so schön der Spiegelung im Fluss zu sehen. Okay, das war nicht so nice. Sorry, das hier dieser Bus. Hallo. Verrückter. Armer Irrer. So. Na, wie legst du auf die Theke jetzt? I'm busy. Okay. Good luck. No, damn it. Alter, jetzt machen wir schon nichts, ist trotzdem am Meckern, der Dumme. Thanks for breaking my concentration. Oh, take it easy. It's just a game. Video games are supposed to be fun. I feel horrible. Absolutely horrible. Maybe you should try a different hobby. You know what? I can beat this damn game, and I'm not quitting until I have. Good luck with that. Ja, der Typ geht mir auf den Sack. Also der ist sowas von unnötig. Der mordet auch bestimmt. Was die Leute mit den Metalldetektoren hier zwischendurch sollen, verstehe ich echt nicht. Die sind so random platziert dann auch, ne? Alter, warum ist es jetzt hier dunkel? Was? Das ist krass. Wir müssen ja voll viel ausliefern. Warum ist es hier auf einmal so dunkel? Macht mir ein bisschen Sorge, hier reinzufahren jetzt in der Dunkelheit. Ist da irgendwo ein Briefkasten? Ist hier irgendwo ein Briefkasten? Habe ich den übersehen etwa? Da ist er. Tatsache übersehen. Rabenweg. So, einmal zurückfahren. Oh Gott, wir haben noch drei, vier. Gott, das ist so jetzt echt einiges. Aber dann haben wir es. Endlich unser Date mit Robert. Bin gespannt. Wie gesagt, meine Stimme nicht beachten. Ist ein bisschen angeschlagen. Da ist ein Auto festgebackt. Nice. So, waren an der guten Werkstatt vorbei. Ich bin echt mal gespannt, wie es denn weitergeht und was danach passiert. Ich bin mega gespannt. Ich kann es gar nicht einschätzen.
Aber ich werde das Spiel heute, also ich möchte es eigentlich noch zu Ende spielen, wenn es denn so ein Ende gibt. Vielleicht ist es ja offen und man kann dann noch weiter hier Post austragen. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, was ich machen würde. Ob ich das weitermachen würde, weiß ich nicht. Ich bin echt eher auf... Aber ich glaube, wir müssen es ja entscheiden nach 2 Wochen. Das heißt, das Spiel sollte dann zu Ende sein. Wir haben uns jetzt irgendwie 16, 17 Folgen schon. Die Folgen waren ja so zwischen 15 und 30 Minuten, sagen wir irgendwie 25 Minuten im Schnitt. Ein bisschen mehr, das heißt so, ja, 5, 6 Stunden Spielzeit, 7 Stunden Spielzeit hat man sicherlich schon. Ich weiß gar nicht, wie viel das Spiel normal kostet. Habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt, wie viel das kostet, aber ist schon ein bisschen was. Denkt man am Anfang gar nicht. Und es ist so laut. Der Regen hier. So. Was ein bisschen schade ist, gibt das deine, aber ich hätte noch so eine Kneipe, hätte ich mir noch gewünscht. Dorfkneipe. Das wäre noch ganz nice gewesen. Gut. Ablegen. Ja, können wir so fahren. Ach ja. Okay. Und einmal die Briefe hier rein. I'm calling it a day. Ja, das ist gut. Das hat sie uns nicht gesagt, ne? Was ich noch cool finde, wenn dann irgendwie sowas käme, jetzt kann ich endlich zum Date gehen oder endlich Robert treffen oder keine Ahnung, also wenn da irgendwas sowas noch mit bei wäre oder, ne, jetzt gleich habe ich noch den Termin mit Robert, kann auch Termin sagen, dass ich sofort Date sagen möchte, Essen mit Robert. Das wäre auch nur ganz nice. Hallo? Ich weiß nicht, warum es heute so rumgeht, sonst immer nicht. So, Robert! Hä? And so ends a week full of turmoil. Ah, das kannst du so laut sagen. Only the Angels hadn't lost to the White Sox. That would have made it perfect. How much would you have won? $876.34. It'd have been a nice payday, huh? Playing each other again tonight. Should I change the bet? Nope. Hold the line. Okay, let's see what happens. Maybe you're my lucky charm. Kommt da noch was? Weekend, Meredith. Oh wait, this was your last day. I totally forgot to tell you that they still haven't found someone else for the job. So, I guess, you can have it, if you want. Wow, that sounds... Ich weiß, ich will mich ja gar nicht entscheiden. Of course, and it's a great job. You know what? Think about it, and let me know Monday morning when you return your stuff. I gotta run now. The Red Sox are playing the Yankees. Gut, wir haben noch was vor. Das ist erstmal... Was? Ich dachte, wir sind beim Date. I actually really loved it. Awesome. Maybe you should just keep doing it. Worked out well for me. Actually, it seems like they haven't filled the vacancy yet. They haven't? Well, you know what I'd do.
Oh, hold on, Meredith. Let me guess. Mom wants to talk to me? Hi, Meredith. Sorry to butt in, but you're thinking about staying in Providence Oaks? Hi, Mom. Well, yeah, why not? I like it here. Well, P.O. is wonderful, of course. I know. Überlegst dir bis Montag. Do you want to leave all that behind? Yeah. Was? Nein, ich war... Is it just work-related, or are there other people involved? You know, any interesting ones, perhaps? Well, there are some... Ich möchte nämlich in den Schein. Ich hasse das. Oh, there are. But are they really interesting enough to give up your... Wir haben noch das Date heute erst. I really think you need to think long and hard on it. Oh, hold on. I have a suspicion Dad wants to talk to me. Meredith, I just wanted to say, you need to clean the lint filter on the dryer every once in a while. If you never do that, it could burn the house down. No problem, Dad. I'll make sure to do that. Ja, schön. Die war zwei Wochen da. Suddenly worry about things like that in the middle of the night. And it's not about the dryer, of course. I want you to be safe. And I'm sure you'll be okay. Ach, das ist aber süß. Okay, das ist süß. I'll tell the dryer that he's on your mind. Ich finde es nett, kann man ein bisschen. Thanks. And could you also pet him on his back every now and then? He likes that. Oh, running out of coins. Gotta go. Bye, Em. Take care. So, jetzt das Date noch. Langer Tag. I hope you don't think I'm a cheapskate for having dinner here. There aren't a lot of other restaurants around, and I'm pretty sure their food isn't better than Moe's. Ich bin sehr gerne hier. I love it here. Thanks, Meredith. You're such a kind person. Guck mal, der sieht doch nett aus. Beautiful people, ready to order? Ladies first. Hi, Maureen. Komm, wir nehmen das T-Bone Steak. Excellent choice, Meredith. And what would you like to wash it down with? I think I'll have a Wasser Glein-Weiß. Gotcha. Robert? The usual for me, Maureen. All right, Robert. T-Bone Steak and a beer. Doesn't get any more lumberjack than that. Be right back, folks. Sag ja, Holzfäller, wollte die haben direkt, out. Die haben voll meine Gedanken. Maureen's the best. Did you hear about the open mic night she's organizing? Yeah. Are you going? I wish I could go. Especially since I heard that Jack's gonna do a thing. Jack? What's he gonna do? Give a lecture about potatoes? Believe it or not, he's a very good ballet dancer. Was? Jack? Really? No, he's into comedy. Would have loved to have heckled him. Oh well, this is a good week anyhow. Because you're sitting here with me? Alrighty, here are your beverages, folks. I'm afraid the food might take a little bit of time. A certain kitchen helper thought the freezer was a good place for storing steaks. I really should get one of those microwave ovens to defrost them. You seem a little stressed. Is it the upcoming open mic? Why should I be stressed about that? It's going to be lovely. And you better be there, Robert Harris. Maureen, I'm sorry, but I'm afraid I won't be able to make it. I did not just hear you say that, young man. Oh, by the way, Meredith. I need to steal him for 2 minutes. He needs to check on some wiring for me. Excuse me, Meredith. This is Maureen's jurisdiction. Have to obey the law. That tasted so good. Thanks, Maureen. Was? Fantastic blueberry pie. You're welcome. It's my way of making up for stealing you away from Meredith. Ooh, I swear. She can give quite the stink eye if she wants, can't you, hon? Bestimmt. The world would be boring without her. Speaking of, are you gonna miss your daily delivery round? Ah. It depends on who's on the round. Oh, anyone in particular you don't like? It's not right to gossip. Wer ist denn Matt? Achso. Achso, der Computer nur der hat's verdient. Ah, yes, that's sorry excuse for a human being. I've had fantasies of mistaking him for a tree.
Oh, well, small towns, can't like everyone. Can't avoid them either. Do you think you'll always live here? Nothing's for sure, but I like it here. I needed to change towns after my divorce. Everything. Oh, er war schon verheiratet. And how are you now? Wir flirten mal ein bisschen. But maybe I shouldn't bother you with the innermost feelings of a lumberjack. Was, du Idiot? Wouldn't be a bother at all. Robert and Meredith, sorry to break up your conversation, but we're closing up early tonight. Gotta set up some stuff for the open night, and I can't use any peeping eyes. Oh, okay, Maureen. No problem. Let me get the check for you, so I can leave you two to your lovely evening. Can you put it on my tab, Maureen? Anything for you, darling. Do you mind if I pay? Or at least... Isn't it nett? Meredith, after all your help, this is the least I can do. So, yes, I mind. Now let's get going before Maureen gets her broom out. Was das jetzt mit dem Date? Meredith, thanks again for your help. I'm not sure what would have happened if you hadn't come here for your mail delivery vacation. I might actually extend my stay here. Wir probieren es mal. That would be nice. Nice. Yeah. Okay. All right. Wagon West. Good night, Meredith. You too, Robert. But you're not leaving without us. Wir versuchen's. Oh, küsst euch. Okay. Ja, Sonntag. Bis dann.